Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Unity. Ich glaube, das war jetzt wirklich der erste richtige Bug. Ach, du bist noch nie zuvor stecken geblieben. Okay. Nein, also nicht, dass ich mich erinnere. Ja. Es passiert. Ist immer noch ein Kletterspiel. Da ist sowas unvermeidbar, denke ich. Ich glaube, die Leute sind einfach nicht die besten Programmierer für sowas. Ja. Nein, ich glaube, es ist einfach nur echt nicht so leicht. Das kann vielleicht sein, aber es ist sicher möglich. Aber naja, Bugs sind ja Features, wie wir alle wissen. Ich habe vorhin erst von einem Bug gelesen, den Minecraft in ein Feature umgewandelt hat. Welchen meinst du? Den Pisten? Nein, Villager mit grüner Kleidung. Oder auch die, na, wie nennen sie die jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Bug ist. Die Hobos oder so. Naja, es war ursprünglich, jedenfalls. Nichts, was benutzt hätte werden sollen. Ich meine, ein Villager mit grüner Kleidung kann nur spawnen, wenn er im Code vorhanden ist. Also von dem her. Es war vielleicht nicht gewollt, dass er spawnt, aber. Naja. Ich so, als wäre das ein Glitch in diesem Sinne. Ah! Möchte nicht immer die Gebäude hoch, die Wände hochlaufen. Nur manchmal. Katze! Ach, dieser Scheißdrecks. Schütze da oben haben mich gesehen. Jetzt ist er tot. Oder auch Toast. Verschwunden, ja, das bin ich gerne. Ja, ich bin einfach auf und davon. So läuft das bei mir. So, jetzt. Ich will auch nicht da durch, ich will einfach nur da drauf. Oh, die Truhe ist wieder außerhalb, okay. Strange. Ach, mein Auffüllpunkt ist noch nicht aufgeladen. Oh, Mensch. Ach du Scheiße, das ist ein Creeper. In meinem Garten. Weißt, ich habe Mords Gebiet abgezäunt. Und eigentlich möchte ich hier nichts spawnen sehen, hier drin. Vor meinem Schuss. Oh, glaubst du, es lohnt sich, Magmablöcke überall hinzustellen? Wieso? Die brennen unendlich lang. Magmablöcke brennen doch nicht. Wenn du sie anzündest, brennen sie unendlich lang, so wie Nessarec. Also, dass Das da oben drauf wüsste Feuer ist. ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich dachte nur, der Säge hat diese Eigenschaft. Es stand im Wiki, Dennis. Ich habe geguckt, was man damit machen kann. Da stand nur, sie sind teuer herzustellen, aber man kann ja einfach mal ein Deck abbauen. Naja, man kann sie ja für Aufzüge benutzen. Warte, was? Unterwasseraufzüge. Ich dachte, das ist Ach! nicht auf der Seite. Ich habe gelesen, dass man da drin Luft holen kann und dass die einen anziehen. Also Aufzug würde ich das ja dann nicht nennen, wenn ich runtergezogen Ach so, werde. die ziehen einen. Ach so, das waren die. Seelensand bringt da nach oben. Ja, aber trotzdem, das ist, wenn ich ein Meer hätte, Dennis, dann würde ich ja gerne mal mit sowas arbeiten, aber ich habe kein verdammtes Meer. Ja, irgendwo ist hier eins. Ja, ich kann es nur hoffen. Mein Gott, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Der Typ hat einfach gesehen, wie sein Kumpel da vorne erschossen wurde und läuft selber da auch hin. Der ist auch der Schlauste. Ja, So, klar. jetzt habe ich offiziell keine Muni mehr, ich habe meine Knarre leer geschossen. Gut. Mein Auffüllpunkt braucht wieder eine Weile zum Rechargen. Aber da unten sind nur noch zwei Gegner. Es ist nur irgendwo anscheinend noch ein. Oh, ne. Hä?
Wieso sehe ich den nur, wenn ich sneake? Er ist ein Gegner, den ich nur sehe, wenn ich sneake. Was soll das sein? Ja, der ist ja sneaky. Haha. Nein, ich kann mir das auch nicht erklären. Ich verstehe auch nicht, wann die Karotten ausgewachsen sind. Nein! Wenn sie ausgewachsen sind. Mist! Ja, ich habe vorhin nur eine rausbekommen. Aber als zu früh gemacht. Topio die Revolution! Nein! Wieso finden die ganze Zeit mehr Leute, wenn man in einem Kampf ist? Das macht doch keinen Sinn. Es werden immer mehr und mehr. Aber das ist doch bescheuert! Da waren gerade noch zwei Leute und jetzt sind da wieder vier Stück oder so. Was soll denn das? Was bringe ich denn alle um? Also müssen wir wieder viel Muni. Also dann hat sich doch schon gelohnt. Ja, leider ist wieder wer hierher gekommen, aber ich in der... Woher wisst ihr, dass ich hinter der Wand bin? Cheater, vielleicht. Die schummeln. So! Ach, überanstrengend. Zu langsam. Mich überlebst du nicht, du Made. Ja, bevor du es merkst. Zu viele Gegner. Auf 100 Meter. Komm, lass mich die Truhe hier nehmen. Nein! Anonym werden zum Interagieren. Ich schieß dich gleich anonym! Das hasse ich auch. Willst du mich gerade verarschen? War meine HP nicht voll? Wieso war ich mit einem Schuss tot? Oh. Jetzt habe ich wieder keinen... Naja gut, ich kann mir wieder aufladen, aber trotzdem. Hurensohn. Ja, schrei dir, Leute. Wieso auch immer der mich instant entdeckt hat, nur weil ich hier hochgelaufen bin. Der war quasi keine Sekunde gelb. Wieso sieht mich da jetzt auf einmal einer? Da habe ich doch vorher gar keiner gesehen. Wieso sind die jetzt alle wieder alarmiert, nur weil mich der eine gesehen hat? Ist der jetzt tot? Da war doch kein Mensch gehört, wenn ich geschossen habe. Jetzt sind alle einfach an. Außer der eine da. Dass der gerade nicht so der beste Zieler war, sonst hätte er mich umgebracht. Na, scheinbar ich gerade auch nicht der beste Zieler, weil der noch fehlte. Alter, was zur Hölle? Wie viel Schaden machen die ein? Treffen wir aber zwei hintereinander. Ich hoffe wirklich, du überlebst. Ich hätte gerne, dass sie einfach mal sich verpissen. Aber man muss sagen, sie sind jetzt nicht in dem Gebiet hier. Also vielleicht kann ich mal kurz mir die Truhe mitnehmen, ohne dass mich auf einmal instant wieder einer sieht. Weil die ja einfach gottgleiche Augen manchmal haben. Ypsilon. So, jetzt habe ich wieder vier Kugeln. Einmal nachladen. Einmal nachladen, habe ich gesagt. So. Bürger! Nimm ein Gewehr!
Noch irgendwer, den ich erschießen muss? Jetzt habe ich aber keine Kugeln mehr. 4 Kugeln, 4 Kills. Wieso sehen mich immer Leute? Kann ich mich hinter diesem Holzstück verstecken? Ja. Okay, wenn der vorbeikommt, kriegst du ein Attentat aus der Deckung. Wieso kann ich nicht... Achso, weil die da hinten mich aus irgendeinem Grund noch sehen. Kann ich jetzt bitte die Truhe öffnen? Meine Fresse, Mann. Hm, vielleicht haben die Gegner Kanonenkugeln. Ich muss die mal eben looten. Beziehungsweise Revolverkugeln, Kanonen sind das eher weniger. Gibt's eigentlich irgendeine Knarre, mit der es egal ist, wo du hinschießt und der Typ stirbt? Nee, selbst die, die ich habe, tötet, glaube ich, nicht unbedingt. An jeder Körperstelle. Keine Stufe 5er. Naja, gut. So. Erstmal noch den Typen was reingerannt, das hat er verdient. So, gib mir die Ruhe hier. Auf 1500 Florin. Was, aber die Währung gibt's hier gar nicht. Ah, Nase ist jetzt da, der ist voll. Ist mir auch wurscht. Ich bilde mir doch nichts ein. Oh. Du wirst nicht entkommen! Will der mich verarschen? Ich bin auf ihn draufgesprungen und es hat ihm einfach überhaupt nichts ausgemacht. So, ich bin verschwunden. Da ist, was ich beschaffen soll. Oh, das ist... Ist das, auch, ist das jetzt auch eine Truhe oder nicht? Ah, wer sieht mich jetzt schon wieder? Oh, ich hasse diese Schützen. Ah, aber zumindest habe ich wieder Money. Einmal nachladen, bitte. So, einer tot. Kopfschuss. Okay. Nun, ich muss aber hier runter. Das da beschaffen und dabei einen Haufen Leute ausschalten. Ich kriege dich! Du verlierst dein Tempo, toter Mann! Okay. Nein! Wieso schießen die so gut? Die hätten doch mal einmal missen müssen, oder wäre ich um? Deine Ziele sind leichter zu treffen. Mist! Das auch daran, dass sie höheres Level haben. Ich weiß nicht, ob sie deswegen besser zielen können. Also, fände ich schon irgendwie komisch. Wieso fändest du das komisch? Das würde vollkommen Sinn ergeben. Ich bin verschwunden. Jetzt muss ich nochmal. Jetzt Charakter! Wie oft muss ich noch e-smashen? Fall runter! Das hier mitnehmen, bevor die wiederkommen. So, und jetzt will ich hier hinten die blaue Kiste mitnehmen. Spawnen die eigentlich endlos? Glaube ich jetzt nicht. Aber ich kann die auch nicht. Weil ich glaube nicht, also, dass sie eingetragen sind im Dingens. Komm her, du Male! Ich zermal deine Rückgrat zu staubig. Oder? Wo eingetragen? Für die 100% sind die blauen Dinger ja wohl nicht relevant. Jedes Collectible hat einen DNA-Strang. So, glaube ich nicht, dass es die hier gibt. Also glaubst du nicht, dass die dann irgendwie dazu zählen bei den Kisten oder so? Nein.
Achso, ich kann wieder Y drücken. Ah. Dachte ich zumindest. Achso, ich muss stehen bleiben dafür. Geht nicht im Laufen. Kann ich eigentlich irgendwie meine Waffe nachladen, ohne dass ich weiterschieße? Wie? Natürlich kannst du nachladen. Wie? Rechte Maustaste zum Zielen und dann R gedrückt halten. Ach so. Geht nicht, wenn du im DLC bist, weil dann diese blöde Öllampe angeht. Das haben mich gerade alle schief angeguckt, weil ich die Waffe rausgezogen habe. Ja, nachladen ist legal. Denk dir nix. So, servus. Ja, ja, gibt sie schon her. Um ehrlich zu sein, sind es nicht nur meine. Der wahre Cartouche, Louis Dominique, überlebte die Hinrichtung und wurde eine Assassine, so wie es hier steht. Bevor er starb, vermachte er dies meinem Vorgänger. Den Namen Cartouche annahm. Ich führte das Werk meiner Vorgänger fort. Ich stahl von den Reichen, um die Armen zu ernähren. Und ich war ziemlich gut darin. Doch nun bin ich ein alter Mann. Schwach und lahm bin ich geworden. Ich suche jemanden, der meine Arbeit weiterführt und den Namen Cartouche in ein neues Jahrhundert trägt. Verstehe. Bin ich der glückliche Erbe? Ihr seid auf jeden Fall ein würdiger Kandidat. Ich werde eure Fortschritte beobachten und meine Entscheidung später treffen. Na, da frage ich mich, ob die Entscheidung jemals getroffen wird. So, Welche? Wer von dem Typen? Was will er denn entscheiden, bitte? Ob ich der Nachfahre von irgendeinem Cartouche-Typen da sein soll, der anscheinend den richtigen Robin Hood-Move gemacht hat. Oh, komisch, daran erinnere ich mich nicht mal. Ja, siehste, sind die Storys der Leute egal. So, wo ist jetzt mein Haus? Da. Welche Nebenquest machst du denn gerade? Ich bin fertig! Glaubst du, ich habe jetzt gelesen, was da stand? Ich habe sie vorgelesen, als ich sie angenommen habe. Ich lese mir doch mal vor, wenn ich sie beende. Arbeit in der Geisterstunde. So, was war das? 16.300 irgendwas? Kann die Kiste lagern. Und mein Einkommen ist 4.085. Und da hinten ist wieder so eine Frauenquest. Renat der Fuchs. Wir müssen Lesak dieser Portra Einhalt gebieten. Leider ahnt die Anführer Renat schon, dass wir hinter ihm her sind. Er ist irgendwo in der Stadt untergetaucht. Ihr müsst ihn herauslocken. Unser Kontakt wartet in Les Invalides auf euch. Viel Glück. Wow, ich glaube, das war das kürzeste Mal, was sie mit mir gesprochen hat. Okay, wo ist mein Ziel? Ich hasse das, wenn ich auf die Map gehe und den Punkt nicht mehr sehe. Ach, mein Gott, da hinten, was zur Hölle? Ja, das erklärt, warum das 1000 Meter weg war. Du nicht mehr anwesend? Ich bin anwesend. Okay, gut, dann jumpen wir hier runter. Ich finde das schade. Ich springe hier runter, bin gar nicht ganz unten. Jetzt bin ich immer noch auf dem Dach. Ah, okay. Auf dem Gebäude bist du. Dieses Gebäude ist deprimierend. Ja. Die zwingen einen dazu, diese Ab- und Runterklettermechanik zu benutzen. Warum konnte mein Charakter da oben jetzt nicht langlaufen und ist einfach instant wieder runtergerutscht? Ich wollte straight geradeaus laufen. Ja, hier springen! Ohne also. Ich will in Richtung meines Ziels laufen und nirgendwo anders lang. Während ich gerade hier bin, sammle ich diesen komischen Punkt ein, der für diese App ist, die nicht mehr existiert. Genau. Nomad-Punkt. Für die Companion-App, die es nicht mehr gibt.
Naja. Gibt's einen Villager, der Wolle kaufen möchte? Macht Unity, beziehungsweise macht Uplayer, also Ubisoft heute eigentlich immer noch solche Apps? Oder sind sie endlich fertig mit dem Zeug? Weiß ich nicht, also Watch Dogs 1 hatte ja auch eine App. Far Cry 4 hatte ja eine App, aber die neueren Spiele ist mir zumindest nicht bekannt. Aber ich spiele auch gerade nichts davon. So, hier ist jemand, mit dem ich sprechen muss. Gut, ihr seid hier. Ich weiß, wie wir Renard ködern können. Ich gab vor, eine gewisse Diamantenkette verkaufen zu wollen. Renard würde sie zu gern als Versammlungssymbol für seine Truppen nutzen. Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich habe keine Diamantenkette. Da kann ich doch bestimmt weiterhelfen. Okay. Soll ich jetzt eine Diamantenkette stehlen oder wie? Oh mein Gott, das sind ja ein bisschen viele Wachen auf dem Dach. Komm sofort zurück! Ich mach Abschlag! So. Ich wusste gar nicht, dass ich hier runterspringen kann. Ah, wo ist denn die Truhe da oben? Hey du, bleib einen Moment stehen! Wo willst du hin? Wir würden dir gerne den Ausweg von der Speerspitze zeigen! Hey, ich sie! Können wir faire! Verdammter Verräter! Meine Fresse, Mann. Du warst doch gar nicht mal gelb. Da bist du instant rot, du Sack. Es gibt keinen Entkommen. Scheiße. So, erstmal Munition aufladen. Oh, man kann hier reingehen. Okay, dann gehen wir mal zum Dachboden rein. Vielleicht hilft das. Oder ich komme einfach nicht weiter runter. Das kann auch sein. Wieso muss man denn da immer die Leitern benutzen? Ich will mich doch reinfallen lassen. Macht doch viel mehr Spaß. Oh. Sorry, aber ich muss dich jetzt einfach umbringen. Du hast dich umgedreht. Also irgendwer redet gerade mit mir, was mir leicht Angst macht. Viel früher aufkriegen, bevor mir jemand den Rücken messert. So. Wer auch immer mich jetzt angesprochen hat. Jetzt frage ich mich aber gerade, ob diese blauen Quests eigentlich zu dem Spiel zählen oder nicht. Soll ich rüberkommen und... Okay, wer auch immer mich jetzt gerade gesehen hat. Ach, vielleicht war das der da unten. Anhalten! Auf ein Wort! Lol. Scheiße, ich hatte besser. Wer auch immer mich jetzt schon wieder gesehen hat. Schauen wir da unten. Verschwunden. Ah ja gut, er war nicht ganz unten, er war auf einem Vorsprung. Könntest du aufhören, rot zu sein? Ich möchte sicher gehen, dass du stirbst, wenn ich auf dich drauf springe. Ach, wird schon so gehen. Meine, erwartet ja nicht, dass ich auf einmal von hinten eben hochkomme, runterkomme. Gut, ich würde mal sagen, weiter geht's nächsten Part. Werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.